Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 7. Wir haben im letzten Part Genova Geburt geschlagen. Sephiroth wieder getroffen, eine neue Substanz gekriegt, mich zum Deppen gemacht, all das gute Zeug eben. Und heute geht es endlich nach Costa del Sol. Jetzt ist die Frage, von einem hat jetzt Rufus nichts mitbekommen. Das war so völlig egal, oder wie, oder was? Ja, zumindest ist er ja nicht mehr aufgetaucht. Deswegen, das ist ein wenig seltsam. Doch, ja. Ein wenig seltsam. Aber prinzipiell beschwere ich mich da sowieso nicht. Ja, wir drehen noch einmal um, weil wir natürlich rückwärts einparken müssen. Ihr wisst schon, die Klappe ist hinten. Wir klettern alle aus dem hinteren Fach raus, ne? Gute Zeiten. Das Strandparadies Costa del Sol. Verdammt, echt heiß hier. Aber mir geht's besser, weil ich mich jetzt von diesem Matrosenanzug verabschieden kann. Hört mal her, seht zu, dass ihr euch unter das Volk mischt. Oh, schade. Mir gefiel Barret im Matrosenanzug. Er sah so nett aus. Was meinst du mit nett? Richtig. Tja, Barret, warum benutzt du den Matrosenanzug nicht als Schlafanzug? Stimmt's, Cloud? Konzentrier dich auf Sephiroth. Denk dran, wir sind nicht hier auf Urlaub, wir sind hinter Sephiroth her. Ich geh voraus. Cloud, immer bist du's, der herumtrödelt und Zeit verschwendet. Ich werde diesen Erholungsort überspringen. Würdet ihr euch bitte beeilen? Die Hitze drückt meine Nase aus. Ja, meine auch. In Ordnung, wir machen eine Pause und gehen dann los. Lauft nicht zu weit weg, Kinder. Haha. Sieht aus, als ob meine Mähne in Unordnung geraten ist. Ich suche mir ein kühles Fleckchen. Gib dir keine Mühe, mich zu suchen. Ninja. Vielleicht sollte ich mich zur Abwechslung mal bräunen lassen. Was gefällt dir, Cloud? Vielleicht wäre eine gesunde Bräunin nett. Kapiert. Werde ich dran denken. Die Folge ist mir auch neu. Ja, er krabbelt jetzt langsam vor sich hin die Treppe hinauf. Ja. Geht doch. Fliegen Helikopter wirklich so? Als würden sie so Sidestepping machen hier, so schräg, so. Nee. Nee, oder? Nee. Ja, es ist ein Helipad, du wirst halt landen. Wow, ich hab begriffen, war ja hier schneller gehen. Fast forward. Aber dann stürzt ab, wenn ich das mache. Das war vielleicht eine lange Bootsfahrt. Gute Arbeit von allen. Beeil dich damit. Ja, Sir. Ich habe gehört, Sephiroth war an Bord. Ja. Ja. Und es scheint Cloud und die anderen waren auch an Bord. Ja. Sie sind uns alle durch die Lappen gegangen. Diesmal hast du es wirklich großartig vermasselt. Hi, Digger. Ich bin sehr beschämt. Ist das alles? Einsilbige Antworten geben und für alles entschuldigen? Fertig zur Abfahrt, Sir. Tu was. Ich will Resultate sehen. Ja, der muss mal seinen Frust ablassen, so wie es aussieht. Ganz ehrlich, die haben Helikopter.
Aber er musste ein Boot nehmen, um dann einen Helikopter zu... Warum? Ja, ich kenne mich mit Helikoptern nicht aus. Ich weiß nicht, ob sie für richtig große Langstreckenflüge geeignet sind, aber... Macht keinen gedanklichen Sinn. Sag mal, langweilst du dich? Ja, wir kämpfen viel und so, ne? Ist das nicht gut, oder war das einfach zu viel? Der Tier, bitte, der Russenführer von... Was möchtest du wissen? Wo sind die Geschäfte? Falls du noch Souvenirs suchst, empfehlen wir Butches. Was ist da oben? Keine Ahnung. Ich hab's gehört, dieser große Hund spricht wie ein Mensch. Das ist heiß. Aber es ist komisch. Soweit ich weiß, kann man jetzt mit dem Ball ihn theoretisch abschießen. Wenn man will. Was ziemlich gemein ist. Möchte ich mal anmerken. Grill. Bist du Butch? Bestellung werden an der Theke angenommen. Okay. Warum? Weshalb? Wieso? Ah, Cloud. Wird gerne einen schnellen Mark machen, okay? Ich verkaufe Substanzen. Warum kaufst du mir nicht was ab? Yuffie ist eine Substanzdiebin in diesem Spiel, will ich nochmal anmerken. Fragt sich also, wo sie die her hat. Tja, wir haben Glück, dass diese Puppe hier als Teilzeitkraft für uns arbeitet. Creepy. Nehmen wir es mit einer weichen, speziellen Kost, der so angefertigt ist. Ein Andenken an diese wundervolle Reise. Eine weichen? Also weich, hebt Versteinerung auf, aber eine weichen? Keine Ahnung. Die Phönixfeder, die ich benutzt habe, die nehme ich mit. Ich meine, die könnte ja nochmal wichtig werden. Der Rest, ja, weniger. Oh, Cloud. Hey, schau dir das an. Wer? Hojo? Der Mann da drüben, ist das Hojo? Geh rüber und sprich mit ihm. Ja, so nach dem Motto, hi Kumpel, lange nicht mehr gesehen, was geht? Gott, was willst du? Ich will mit diesem Mann sprechen. Hey, was glaubst du, wer du bist? Professor Hojo, dieser schreckliche alte Mann, sagt, er will mit dir reden. Ich habe zu tun. Aber, schade. Gut, du bist ganz schön laut. Lange nicht gesehen, Cloud. Oh, Joe. Manchmal muss man einfach so etwas tun. Was tust du? Das ist doch offensichtlich, ich sonne mich. Antworte mir. Ich glaube, wir haben beide das gleiche Ziel. Du meinst Sephiroth? Hast du ihn gesehen? Ich verstehe. Los. Nichts. Ich habe mich nur gerade an eine bestimmte Hypothese erinnert. Hattest du nie das Gefühl, dass du von etwas gerufen wirst? Oder dass du an einen bestimmten Ort gehen müsstest? Ich gehe überall hin, wo Sephiroth sein Umwesen treibt. Um ihn zu schlagen und allem ein Ende zu machen. Ich verstehe. Das könnte interessant sein. Du warst bei Soldat? Möchtest du mein Versuchskaninchen sein? Ja, was ist denn jetzt? Siehst du dein Schwert? Halt, Cloud. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber tu es nicht. Ganz ehrlich, wenn das machen würde, würde das uns das Spiel sehr erleichtern. Sag mal, warst du nicht die von meinem Volk? Ich bin Aeris. Sie können sich wenigstens an meinen Namen erinnern. Ich möchte, dass Sie mir etwas sagen, Professor Hojo. Ich weiß, dass ich vom alten Volk bin, hat mir meine Mutter gesagt. Deine Mutter? Oh, du meinst Inferna. Wie geht's ihr? Wissen Sie es denn nicht? Sie ist tot. Ich verstehe. Professor Hojo, ist Genova vom alten Volk? Ist Sephiroth vom alten Volk? Haben wir alle das gleiche Blut? Ja, nach Westen. Ja, womit vor sich hin. Was kann das bedeuten, dass er etwas zu verbergen hat?
Hey, antworte mir. Das hat keinen Zweck, es ist sinnlos. Ja, das war so die ich behaupte jetzt mal Sonderszene, die muss man halt nicht sehen, ne? Coralberg, zumindest sagen wir das immer. Ich verkaufe nicht das Fell von Bären, bevor ich ihn gehäutet habe. Naja, kannst du von mir aus machen. Solange ich hinterher meinen Gegenstand bekomme, das ist dann wieder was anderes. Ja, eine Szene mit Professor Hojo, der sich am Sonnen ist mit seinem Kittel. Von mir aus, vielen Dank. Wie viel kostet das? Nö, ich hab's mir alles überlegt. So wichtig ist mir das auch nicht, dass ich hier übernachten kann. Haben wir sonst noch was hier? Jetzt liegt sie da? Ah. Ich weiß nicht, warum ich so müde bin. Es gibt so vieles, was ich nicht verstehe. Ich fühle mich irgendwie unwohl. Etwas unwohl, irgendwie unwohl. Cloud, was hältst du von mir? Weiß nicht und nicht viel. Wow. Ist ja herrlich. Ich verstehe überhaupt nichts. Du hast recht. Du bist ein Idiot. Nein. Ich verstehe es auch nicht. Ich frage mich, welcher Teil von mir dem alten Volk entspricht ist. Wie soll denn jemand vom alten Volk sein? Das ist seltsam, nicht? Ich verstehe es nicht. Ach, ich drehe mich im Kreis. Ich frage mich, ob es darauf eine Antwort gibt. Alles ist so kompliziert. Ja. Okay. Lass ich so stehen. Szene ist mir unbekannt. Ich bin so ein Spieler, der sich sehr auf ein Team fixiert und dann damit alles durchzieht und dementsprechend auch im Prinzip eine Menge verpasst. Jawohl. Oh Gott, eine Bar mit Menschen. Snowboarding. Surf fängt mir zum Hals raus, ja. Dann geh jetzt snowboarden. Im Sand. Ja, wenn dann komme ich nicht über die Runden. Was zum? Oh. Okay. Ich sehe nicht, wie viele Schächte die Dinger haben, aber. Ganz hin, ich krieg 3 hin, naja. 3 Schächte. Was haben meine? Ich habe 2, ja gut. Ist also ein Upgrade, lass ich mal so stehen. Kann sie meinen Shiva nehmen, er kriegt Ifrit und ich nehme meine Feuersubstanz oder so. Naja gut. Ein Trunkenbold, Wanderhändler, Dingern, der mir Cola-Armreife verkauft. Okay. Lass ich mal so stehen. Lass ich alles so stehen. Ach, diese Villa kann man kaufen. Daran erinnere ich mich noch, aber für sehr viel Geld. So ein weiches Bett, tolles Gefühl. Kann man zumindest später kaufen, so. Ganz einfach. Damit wir wenigstens mal ein bisschen vorankommen hier. Man kann die Villa kaufen für sehr viel Geld und dann kann man eine Szene freischalten, die völlig nutzlos ist, aber ich werde zeigen. Ja, natürlich werde ich zeigen. Gut. Ah, ja, Barrett ist ein bisschen angeschlagen, kann ich ja mal Heilung einsetzen. Aha. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen weiterlaufen und dann gleich einen Cut setzen, denn wir müssen im Prinzip jetzt diesen Berg hier entlang, um da hinten hinzukommen, da wo dieser goldene Baum in den Himmel ragt. Viele kennen diesen Ort, viele kennen ihn, viele fürchten ihn. Alles Mögliche, keine Kämpfe, haha. Ich wollte schon sagen, es wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, wisst ihr was? Okay, das ist meins, das ist nicht doof, aber egal. Egal, ja. Shiva! Einfach nur, weil wir noch nie einen Kampf betrachtet hatten, mit Aufrufen. Hier noch schnell die Aufrufe, die ich gerade ausgerüstet habe. Shiva und Ifrit könnte unter Umständen noch passen. Ansonsten beim nächsten Mal. Das ist jedenfalls die Shiva aus Final Fantasy 7. Immer noch knapp gekleidet. Irgendwie typisch. Puh, Gesteinsbrocken. Und dann Schaden. Schieber. Und das ist Cloud, wenn er angreift. Nun gut. Ich verabschiede mich von euch, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Ifrit in all seiner Glorie zum Schluss.